Die 6A Kletterhalle in Garflenz war Austragungsort eines hochkarätig besetzten Speed-Kletterbewerbs. Franz Pichler vom Veranstalter, dem Alpenverein, lag es am Herzen, internationale Stars der Speedkletterszene nach Garflenz zu bringen. Mit Schaffung der Kletterhalle haben wir gesagt, wir machen natürlich auch Bewerbe, auch internationale Bewerbe. Die heutige Veranstaltung ist sehr hochkarätig. Wir haben Weltklasse-Leute da am Start. Bei den Damen haben wir zwei ganz, ganz gute Leute, die Maria Krasavina von Russland, die ist Weltmeisterin und Weltcupsiegerin vom Vorjahr, und auch die Editha Ropek, das ist die Grand Dame des internationalen Speed-Damensports, die ist dreifache Europameisterin und dreifache Gesamtweltcupsiegerin. Bei den Herren haben wir einen ganz, ganz schnellen Mann, das ist der Marcel Czinski, der ist letzte Woche Dritter geworden bei der Europameisterschaft in Chamonix. Und einen ganz schnellen Italiener, den Leonardo Contero, der bereits einen Weltcup-Bewerb gewonnen hat in Akko und der auch Zeiten um die 6 Sekunden klettern kann. Das Head-to-Head-System beim Speedklettern sorgt für Spannung pur. Bei den Damen war für die Lokalmatadorin Stefanie Pichler trotz einer österreichischen Topzeit von 9,55 im Viertelfinale Endstation. Stefanie zeigt sich jedoch mit ihrer Leistung sehr zufrieden. Ich habe den 6. Platz gemacht und bin aber sehr zufrieden, weil bei mir zählen die Zeiten viel mehr. Und es war für mich so ein bisschen eine eigene EM-Revanche in Chamonix. Die Woche davor ist nicht so gelaufen. Da bin ich leider nur 10er-Zeiten gelaufen und diesmal habe ich endlich wieder um meine persönliche Bestzeit herum Zeiten bringen können. Und mit 9,55 bin ich echt zufrieden. Im kleinen Finale der Damen konnte sich die 20-jährige Grazerin Nina Lach, die Steffi Pichler im Viertelfinale ausschalten konnte, gegen die Salzburgerin Alexandra Elmer mit nur 300stel Sekunden Vorsprung durchsetzen. Das große Finale bestritten, wie von Franz Pichler vorhergesagt, die Weltmeisterin Maria Krasavina und die 35-jährige zweifache Europameisterin und dreifache Weltcupsiegerin Editha Ropek. Die 24-jährige Russin Krasavina setzte sich in 8,0 Sekunden um 44 Hundertstel gegen die Polin durch. Das Herrenfinale bestritten der Pole Marcin Czinski, dem Dritten der letzten Europameisterschaften in Chamonix, und der Italiener Leonardo Contero. Contero setzte sich mit einer Zeit von 6,26 Sekunden um 4 Hundertstel gegen den Polen durch. Diese Finalzeiten sind international beachtete Spitzenwerte. Die in Garflenz anwesenden Weltklasse-Sportler loben diese Veranstaltung und die perfekten Trainingsmöglichkeiten in der 6A Kletterhalle in den höchsten Tönen. I'm the first time here. It's a very beautiful place, a very, very good gym. And thank you for all organization for this competition. It's a great competition, really. For me was really a really good things because good organization and of course a good place for make a competition also for training. Organisator Franz Pichler vom Alpenverein freut sich über diese gelungene Veranstaltung. Die Leistungen von den Athleten waren absolut spitze, also das Damenfinale und das Herrenfinale, wo zwei Weltklasse-Athleten da eine tolle Show geliefert haben, war eine super Sache. Ich möchte Danke sagen an die vielen Mithelfer vom Alpenverein Weiher und vom Alpenverein Weidhofen. Dieser internationale Speedkletterbewerb in der 6A Kletterhalle war ein gelungener Probegalopp für zukünftige Events, und da sind Europa- oder sogar Weltcup-Veranstaltungen geplant.